Schönen guten Tag zum 9. Türchen. Richtig, der Weihnachtsmann kann nicht singen und Jutke Dizzy auch nicht. Jutke Weihnachtsmann. Ach Mann, auch in dieser Folge weiß ich nicht, wie ich mich nennen soll. Aber das spielt auch keine Rolle, denn heute geht's nach Italien. Und Italienisch kann ich sowieso nicht. Also von daher kann ich euch nur Folgendes erzählen. Stellt euch vor, wunderschöner blauer Himmel. Ein paar kleine Wölkchen, Schweinchenwölkchen. Vielleicht so leicht angehaucht, nicht nur Schweinchenwölkchen, nee, vielleicht so ein kleines Schäfchenwölkchen. Wölkchen. Und wir düsen durch die Prärie mit vollem Kanister. Durchgedrückt, fünfter Gang, auf dem Weg zum sechsten. Und Folgendes spielte sich in dem Moment ab. Okay. Die Frage ist jetzt an dieser Stelle der Navigator dieses wunderschönen Schiffes, was wir hier vor uns sehen. Wer hat diesen Kurs ausgerechnet, sich zu überlegen, dass man da noch reinkommt? Jetzt ist die Frage, hat er sich verbremst oder wollte er da einfach einen Tauchgang machen? Ich glaube vorweg, er wollte wirklich ausweichen und hat sich ein bisschen verbremst. Das Auto ist auch ein bisschen rumgehüpft, also er ist das schon so ein bisschen am Limit gefahren. Glücklicherweise ist hier nicht so viel passiert für den Ankläger. Nichtsdestotrotz, auch wenn nicht sehr viel passiert ist, muss das natürlich auch geahndet werden. Und ich hatte folgenden Text dabei. Lieber Weihnachtsjutke. Okay, es ist alles auf Italienisch. Buongiorno. Das tut mir wahnsinnig leid, das kann ich nicht lesen, weil Italienisch ist nicht mein... Nee, das wird schwer. Aber was ich am Ende lesen kann, ist Merry Christmas to everyone. Okay, das tut mir leid. Ich kann Ihnen heute keine Geschichte erzählen, weil das ist nicht meine Sprache. Aber was ich Ihnen mitgeben kann, ist, wenn Ihnen sowas mal passieren sollte und Sie verbremsen sich, versuchen Sie immer ein bisschen nach außen zu gehen beim Anbremsen, ne? Und nicht in die Innenbahn, wenn jetzt die Kurve nach links geht, versuchen irgendwie nach rechts zu kommen. Denn sonst geht das aus wie hier, was durchaus mal passieren kann. Ist überhaupt nicht wild. Wir verbremsen uns alle mal. Aber zur Weihnachtszeit denkt noch dran. Miteinander, nicht gegeneinander. Füreinander, nicht voneinander. Aufeinander zu, nicht voneinander. Und genau das werde ich jetzt tun. Ich werde daran arbeiten, dass sie zueinander finden. Und deswegen ziehen wir ein bisschen Safety Rating ab. 0,6 vor Single Collision. Und damit möchte ich das Türchen schließen. Auf Wiedersehen.